Salve a tutti. Vor 3 Jahren habe ich mal einen Film gemacht über die Tools, die ich so benutze. Und ich werde immer mal wieder gefragt, was machst du denn hier, was nimmst du denn da? Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache einen neuen Film. Nach 3 Jahren kann man das ruhig mal machen. Und hier stelle ich euch die Sachen vor, die Homepages, mit denen ich jeden Tag irgendwie arbeite. Und zeige euch darüber hinaus ein paar Sachen, die für euch vielleicht wichtig sind. Also ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Ist auch nur ganz kurz. Anfangen möchte ich mit der Seite der Börse Frankfurt, börse-frankfurt.de. Hier oben sieht man dann, das wechselt dann hier, die verschiedenen Sprechstunden oder Börse to go, da rede ich ja auch manchmal. Und da kann man dann schauen, was es alles gibt. Es rotiert vor allem hin und her. Hier Handelskalender wurde im letzten Jahr auch oft abgefragt. Man hat den Blick auf die Börsenkamera, auf die Kurstafel. Der ist nicht wirklich live, der hat immer so ein paar Minuten Verspätung. Man sieht sofort die Gewinner und Verlierer. Hier oben gibt es ein Newsletter, wo man dann darüber informiert. Hier Börse oder at home. Früher ist es immer Börse to go, jetzt heißt Börse at home. Aber was ich halt besonders interessant finde, sind diese News hier. Die finde ich also interessant. Und das hier unten rechts. Xetra Realtime. Und ich lese das mal vor. Wussten Sie schon, mit der Xetra Realtime-Liste können Sie sich kostenlose Aktien-ETF-Preise in Echtzeit holen, inklusive Orderbuchtiefe, mit den 10 besten Bid- und Ask-, Geld- und Briefkursen. Also das hat nicht jede Bank, dass man da in die Tiefe reinschauen kann, und die kann man sich dann dementsprechend zusammenbasteln. Muss man sich anmelden, dann geht es los. Ich finde die hochinteressant, auch die diversen Themen, die hier gesprochen werden. Und sowas zum Beispiel hier Xetra Gold, ja, mit einem Bestand von 231 Tonnen. Das ist viel. Ich finde es viel. Aber es gibt jede Menge Themen hier. Also da schaue ich immer mal wieder ganz gerne drauf. Vor allen Dingen auch, wenn es ums Handelszeiten geht. Als nächstes habe ich finanzen.net. Das ist eine ganz hervorragende Seite. Das werden viele von euch kennen. Mit den diversen Themen, die es hier gibt. Die Indizes auf einen Blick. Und ich schaue immer und zeige euch das auch. Hier oben auf die Geschichte Indizes. Gehe hier auf die Indexlisten. Dann habe ich hier den DAX drauf. Das kann man auch ohne Werbung machen. Sehe ich, was da ist. Aber ich sehe hier auch solche Sachen wie Marktkapitalisierung, Top-Flop. Wer bewegt den DAX? Ja, da gehe ich immer ganz gern drauf. Schaue, welche Aktie bewegt heute am meisten den DAX? Das war jetzt hier für Freitag. Da war es halt Linde. Mit dieser Veränderung hat die den DAX um 33,1 Punkte bewegt. Finde ich also großartig. Ja, da kann man also diverse andere, das kann man für viele Indizes machen. Das finde ich sehr, sehr gut. Also hier wird wirklich, hier ist alles an Informationen eigentlich drin, was man braucht. Gehe hier nochmal zurück. Ja. Und hier hinten, wenn man auf diesen großen, ich glaube, es ist ein blauer Balken geht, sind halt dann auch nochmal die Top-Nachrichten, wenn man irgendwas verpasst hat. Sieht man also, da kommen also auch Seminare, Webinare, wird alles gezeigt, Berichte über die einzelnen Firmen oder Indizes oder Rohstoffe oder was auch immer. Also absolut nützlich. Dann eine Seite, auf die gehe ich garantiert 20 Mal am Tag. Das ist von Goldman Sachs, die gs.de. Hier gibt es einen Punkt, den will ich zuerst mal vorstellen. Das ist das Heftchen Know-how. Gehen wir mal hier auf die November-Ausgabe. Das kann man sich dann hier runterladen. Und da werden also Themen rund um die Börse gesprochen. Hier gibt es einen, der sagt, was über das Investments Research, ist der Dollar zu stark? Autonomes Fahren. Hier werden natürlich alle möglichen Sachen über Hebelprodukte besprochen. Ich schreibe da auch manchmal drinne. Also das finde ich ein sehr gutes Tool, beziehungsweise ein sehr gutes Heftchen, kann man sich da runterladen. Aber ich nutze es eigentlich meistens, also zumindest täglich, für sowas hier, DAX. Da sehe ich also, ich habe jetzt nur DAX eingegeben, was, wie viele Produkte gibt es? Goldman Sachs ist meines Wissens nach der einzige Emittent, der alle, jetzt in diesem Fall jetzt K.O.-Scheine, von allen Emittenten zeigt. Jeder Emittent, jede Bank hat natürlich auf ihrer Homepage die Scheine von sich selbst. Und die vergleichen das hier. Wenn ich dann hier eingebe Richtung, sage ich Long. Ich könnte hier Hebel eingeben, Knockout, was ist das jetzt, DAX, sagen wir mal
14.000 dann, immer so als Beispiel jetzt, 14.000, 1, 2, 3, bis, zeigst du mir bis 14.020 und sag mir, welchen Typ ich haben will, Stop-Loss, Laufzeit. So, jetzt kann ich mir die Emittenten aussuchen, welchen auch immer ich haben will. Ich mache jetzt mal Goldman, um es einfach zu behalten. Und dann wird mir das hier gezeigt. Ich kann aber hier auch eine erweiterte Ansicht machen. Ändert sich die Liste, kleiner gedruckt, aber mehr Informationen. Bezugsverhältnisse, alles auf einmal, direkt auf einen Blick. Also das ist für mich eine sehr, sehr nützliche Geschichte, vor allen Dingen, weil ich direkt die Preise vergleichen kann. Es gibt auch hier bestimmt andere Anbieter. Ich benutze jetzt seit 2 oder 3 Jahren benutze ich eigentlich nur noch diese Seite. Mir hilft das sehr. Bank. Also ich bin bei Scalable. Und ich war lange, lange Zeit, ich glaube fast 20 Jahre bei einer Online-Bank. Ich habe dann gewechselt, weil ich habe gesehen, was da für Gebühren abgedrückt habe. Und ich bin dann zu Scalable gegangen. Ich bin hochzufrieden, insbesondere was den Derivatehandel angeht. Die handeln mit 3 Emittenten, Goldman, Trinkhaus und UniCredit. Und ich finde, dass es ist super schnell. Da ist kein Market Maker mehr dazwischen geschaltet. Der Weg geht direkt zum Emittenten. Mit Aktien, ja, alles was DAX 40 ist und so, das funktioniert alles. Aber wenn ich mal so einen echten Nebenwert haben will, so einen richtigen Nebenwert, was weiß ich, Canopy oder sowas, dann wird es ein bisschen schwieriger. Was die jetzt relativ neu gemacht hatten, also das ist jetzt mal das Beispiel Tesla, kaufen, verkaufen, kann man Sparplan einrichten, ist hier unten diese Liste. So, ich kann natürlich hier die KOs und alles suchen. Das ist dann auch so ein Auswahlkriterium. Ich habe hier die Kennzahlen. Dann habe ich hier die Analystenbewertung. Da habe ich neulich schon mal gesagt, muss man ein bisschen aufpassen, weil ich weiß nicht, von wann die sind. Diese 44 Analysten, die zum Kaufen geraten haben. Das kann ein Jahr alt sein, ich weiß es nicht. Man sollte da immer mal drauf schauen, vor und nach Bekanntgabe von Geschäftszahlen, weil dann meistens direkt 1, 2 Tage danach die Analysten rauskommen mit ihren neuen Berechnungen. Dann kann man sicher sein, dass sie relativ frisch sind. Und das geht dann über die Finanzkennzahlen. Und dann gibt es noch hier die Möglichkeiten, andere Werte hier direkt auf die Schnellsuche zu finden. Also ich bin damit wirklich sehr zufrieden. Dann werde ich auch immer wieder gefragt, was ich für ein Handelssystem habe. Das ist der TraderFox, traderfox.com. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, von kostenfrei bis hin zu, ich glaube, es ist eine 100-Euro-Geschichte. Gibt es also verschiedene Möglichkeiten. Ich benutze den seit, ich denke, 10 Jahren, 11 Jahren. Natürlich gibt es auch hier ab und zu mal irgendwo ein Problem, dass ein Kurs nicht richtig stimmt, wie bei jedem anderen System auch. Aber ich finde, das Ding ist sehr genau und sehr, sehr zuverlässig. Ich kann mir das einstellen, wie ich will. Ich habe, wenn ich jetzt mal hier auf die Indikatoren gehe, also wirklich alles, was ich brauche. Das ist eine ganze, ganze Menge. Ich kann alles einstellen, bis hin zur Dow-Theorie. Der TraderFox ist in den letzten Jahren so umfangreich geworden, dass ich glaube, ich benutze das vielleicht zu 7%, vielleicht zu 10%. Das hat also viel, viel mehr Möglichkeiten, als ich nutze. Das ist echt ganz erstaunlich. Ja. Das hier finde ich sehr wichtig, das Euwax-Sentiment. Ich kann mir meine Listen einstellen. Ich kann die hoch und runter rollen nach Verlusten oder Gewinnen. Das kann ich bestimmt bei anderen Sachen auch. Ich kann die News direkt zuordnen, nur immer zu dem Wert. Ich habe hier meinen Trader Wingman, anhand dessen ich mir meine Aktienscans einstellen kann. Man kann sagen, los, lauf mal durch. Dann geht er durch alle Werte, die hier auf diesen Listen vertreten sind und sagt mir, hier ist ein Kaufsignal, da ist ein Verkaufssignal, hier ist ein Widerstand, da ist Unterstützung. Also es ist super, super hilfreich. Ich mag das sehr gern. Wie gesagt, über traderfox.com könnt ihr euch das mal anschauen. Dann wollte ich das hier nochmal zeigen, so als Musterbeispiel über die gesamte Wissensgeschichte. Das ist HSBC, Trinkhaus. Also bei mir nennen sie sowieso meistens nur Trinkhaus, aber sie heißen tatsächlich nicht HSBC. Das ist die HSBC-Zertifikate. Zum Beispiel, wenn man hier auf Wissen und Tools gibt, Webinartermine. Hier ist das von dem Jörg Scherer, das ist das Jahresausblickswebinar. Das ist ein absolutes Muss. Ja. Hier gibt es ganz viele Geschichten, wo irgendwo irgendwie was erklärt wird. Meines Erachtens nach hat
die HSBC den besten täglichen Newsletter. Da kann man sich ziemlich genau darauf einstellen, dass der zwischen 7:45 und 7:45 kommt. Der ist so schön kurz. Bildhafte Beschreibungen, wunderschönes Deutsch, ganz toll. Also ich muss da manchmal so lachen. Das sind also gewisse Ausdrucke, wie zum Beispiel Uncharted Territories, die benutze ich auch ganz gerne. Also ganz hervorragend. Und ihr werdet da nicht zugemüllt mit irgendwelchen Newslettern. Es ist einfach nur sinnvoll. Es ist eine Riesenhilfe und auch mal eine andere Sichtweise zu sehen als die eigene. So, ihr Lieben, das war's eigentlich. Und natürlich könnt ihr euch stattdessen auch einen Reuters hinstellen oder einen Bloomberg, aber das wird dann auf Dauer ganz schön teuer. Das ist auch teilweise gerade Bloomberg gar nicht so einfach zu bedienen. Aber ich finde, man braucht es nicht. Mit diesen Seiten arbeite ich. Ich weiß ganz genau, dass es dann noch weitere andere gibt. Ich habe mich auf die festgefahren seit teilweise vielen, vielen Jahren. Mir nutzen sie sehr und mir reicht das völlig aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bye, bye.